desto wahrscheinlicher ist es, dass der Siegpunkt uns gehört. So war das. Denn der muss uns ja dann hinter übertreffen und das schafft er einfach nicht mehr. Da kommt der nicht mehr ran. Getreidescheune wurde errichtet. Und ich glaube, wir sollten... Ne, wir haben ja diese Wohnungsausbauten jetzt überall. Vielleicht können wir die hier... Die können wir doch bestimmt auch mal ausbauen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, das geht doch. Das noch nicht. Das auch noch nicht. Das auch noch nicht. Oh je. Da ist hier so ein bisschen Stillstand bei uns in der Wirtschaft. Ist jetzt nicht so ob... Ach Gott, wen haben wir denn da? Habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Neue Handelsoption ist verfügbar. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Soll uns jetzt aber nicht weiter stören, denn der Sektor hier ist sicher. Hier haben wir jetzt... Ah ne, ist nicht sicher. Warte mal, das sind gar nicht unsere Türme. Habe ich den überhaupt auf Ausbau? Ja, habe ich. Ich wäre beinahe abgezogen, dann hätte der den einfach so übernehmen können. Aber der hat ja nur 3 Leute. Und dann versetzen wir mal... Euer Gebäude wurde ausgebaut. 5 Leute. Oh nein. Ihr habt einen Siegpunkt weniger. In unseren zweiten General rein. Ein weiterer Siegpunkt im Kampf gegen das Böse. Feldmarschall. Schon so viele Leute, ist ja unglaublich. Und dann bekämpfen wir gleich den Grünen, weil der Sektor hier gehört uns. Wir werden angegriffen? Wo werden wir angegriffen? Da oben? Da oben will er uns angreifen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Wo ist der denn? Da. Eieiei, Moment. Dann muss ich die ja wieder zurücksetzen, wa? Dann müssen wir die ja wieder zurückschicken, wenn er uns jetzt hier angreifen will. Weil mit 5 Leuten kommen wir da ja nicht gegen an. Mal gucken, ob es jetzt hier wirklich zum Kampf kommt. Das wäre jetzt Mist, wenn ich wieder durch so einen Fehler unsere Ländereien aufs Spiel gesetzt hätte. Oh je. Was hat denn der? Nur Musketiere. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Passt auf, ihr verliert gerade einen Siegpunkt. Ja, ich merke. Ausbau fertiggestellt. Moment. Das ist ja hier geschütztes Land. So. Jetzt hat er den Angriff abgeblasen und jetzt können wir den hier wieder zurückschicken. Da haben wir aber nochmal Schwein gehabt. Beinahe wieder hier unseren Siegpunkt gefährdet. Das war nicht so schlau. So, jetzt machen wir hier... jetzt müssen wir gerade überlegen... Euer Gebäude wurde ausgebaut. Da können wir einfach mal 5 Musketiere noch reinpumpen. Wir müssen aufpassen, dass er hier nicht die Türme ausbaut, weil ansonsten können wir das Gebiet hier vollkommen vergessen. Wie sieht's denn hier aus mit dem Wohnungsausbau? Ja, dauert nicht mehr lang. Hier aus. Hier ausbauen. Ah, Moment, Minen. Haha. Kohlemine. Gebäudeausbau fertiggestellt. Die ganze Action hier vergessen. Gold natürlich auch. Hier. Schöpfen. Schöpfen. Zum Glück hat die noch genügend zu tun. Die Münzprägereien. So, und jetzt müssten wir hier eigentlich
Jetzt haben wir hier auch Türme. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Naja, nicht wirklich, aber ist okay. Labert erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Lagerhaus. Das sind alles nur Lagerhäuser, die hier gerade ausgebaut werden. Da kommen jetzt nochmal ein paar Wohnhäuser zu. Denn so kann es ja nicht weitergehen, ne? Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Na komm, Schafzüchter, wo bist du denn? Festigungen ausgebaut? Welche denn? Ja, das war doch klar, die hatten wir doch jetzt schon. Die hatten wir doch schon. So, wie viele Leute haben wir jetzt hier? 9 und wie viel hast du? 13? Bitte was? Euer Gebäude wurde ausgebaut. 13? Jetzt sollen wir langsam hier unsere... ein Gebäude ausgebaut. Na geht doch. Würde ich sagen, unsere... Ihr verliert gerade einen Siegpunkt. Nicht schlimm. Jetzt haben wir nämlich wenigstens ein paar Einheiten. Mann, Mann, Mann. Komm, jetzt nächsten Wohnhäuser, damit das hier alles mal ein bisschen flotter geht. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ein weiterer da Siegpunkt. Ist er noch. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Weiter so. So geht das. So geht das. Gebäudeausbau fertiggestellt. Da kommen noch mal ein paar zu. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Mal, ob wir da bessere Verpflegung hinbekommen. War vielleicht doch nicht so schlau, die auf Verpflegung zu stellen. Sollten wir vielleicht doch einfach nur arbeiten lassen. Die Bäckereien. Ich hatte da eigentlich gedacht, das würde sich rentieren, aber es scheint nicht so zu sein. Okay, das waren erst zwei. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Sehr schön. Gebäudeausbau fertiggestellt. Jetzt kommen die ganzen Wohnhäuser. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Und damit das nicht einschläft, machen wir hier direkt die nächsten Ausbauten. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Die sind schon alle auf Stufe 3. Du kannst noch... Weil sonst haben wir hinterher wieder das Problem, dass wir zu wenig Leute haben. Ach, seht da mal, da habe ich schon wieder was vergessen. Ich bin aber auch irgendwie sehr unkonzentriert hier. So, speichern wir das Ganze nochmal ab. So. 17 gegen 15. Haben wir noch ein paar Leute im Bau? Jawohl. Wie, keine Fische mehr? Sind die alle weg? Ist es denn wahr? Eine neue Handelsoption ist verfügbar. Schön. 4 und 2 und dann auch direkt noch auf Ausbau drücken. Zack. Ja, und was machen wir mit euch? Abreißen wir. Wohl oder übel. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. 16 mittlerweile schon. Brutal. Brutal, Leute. Oh Mann.
Ich meine, wir sind noch klein in Überzahl, aber er hat da jetzt... Ach scheiße, jetzt hat er die Türme. Ach, kacke. Ich hätte angreifen sollen. Mist, hat er sie gerade gebaut. Dieser Fettsack. Jetzt brauchen wir ja nochmal mehr Einheiten. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ich probiere mal was aus. Ja, ich hatte ja gerade gespeichert. Ja, ich speichere nochmal eben. Ist ja kein Thema. Ich möchte nämlich was ausprobieren. Habe ich überhaupt noch Ringe? So. Ja, gut. Hat sogar noch gepasst. Zack, können wir noch das nächste nehmen. Dann pimpen wir jetzt den hier mal. Weil ne, den halten wir mal hier auf bessere Verpflegung. So, sind noch welche unterwegs? Ja, es sind noch welche unterwegs. Mal gucken, ob wir das schaffen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Oder ob dann der Blaue wieder meint, rummucken zu müssen mit seinen 14 Leuten. Bin ich echt mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Hervorragend! Ab sofort steht euch ein neuer Handelsaußenposten zur Verfügung. Ja, ist schon mal nicht ganz so schlecht gewesen. Da geht noch mehr weg. Bin ich mal gespannt. Dann nehmen wir den dritten. Viele gehen da wohl jetzt drauf. Ich schätze mal, der vierte kommt jetzt noch. Und dann, ich würde mal sagen, 6 Stück verlieren wir. Jetzt haben wir schon mal 4 weg. Der fünfte gerade angegriffen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Aber der Turm steht auch nicht mehr so lange. Ja, jetzt ist gerade der fünfte kaputt gegangen. Aber ich glaube, der sechste überlebt sogar noch. Den kriegt er nicht mehr platt. Und wir haben die Händlergilde ausgebaut. Was auch sehr wichtig war. Jetzt können wir deswegen auch... Ach ja, wir müssen ja noch... Moment. Okay, da haben wir die erste Schlacht gewonnen. Wir haben jetzt 5 Stück verloren und jetzt kommt er mit seinen Leuten. Ich bin sofort wieder da im Kampf. Es tut mir gerade leid, aber ich muss mal kurz gucken, was der hier braucht. Holz und Eisen. Okay, ist kein Thema. So. Und er hat schon eine Kanone. Und Reiter und was weiß ich nicht alles. Okay. Sieht ja soweit schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir müssen nur so ein bisschen mehr wie 10 noch haben. Das wäre optimal. Nur so 11, 12 Leute übrig haben. Weil dann kann der Blaue meinetwegen auch kommen. Wir produzieren noch Leute nach. Ah, 10 haben wir jetzt noch. Ah Gott, die Kanone schießt immer ein Musketier sofort weg. Seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Ja, Generalismus ist natürlich auch ein ziemlich netter Siegpunkt, aber der hat 18 Stück von uns weggeknüppelt, der Sack. Gar nicht schlecht. Das Ganze hier so ein bisschen im Auge behalten und der Blaue bräuchte natürlich ziemlich lange, bis er hier ist. Aber er zieht seine Truppen sogar schon ab.
Das heißt, er wird angreifen. Haben wir noch viel im Bau? Gar nichts mehr. Wunderbar. Dann nehmen wir direkt als erstes hier das Aufrüsten. Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. Direkt reparieren. Das ist sehr, sehr gut. So. Das erste, was ist, ist reparieren. Und jetzt können wir nämlich hier unten die Fische noch holen. Mega wichtig. Weil unsere Fischzucht geht ja wieder so ein bisschen runter. Wir brauchen ja Nahrung ohne Ende. Und dann setzen wir hier auch den nächsten Bauernhof hin. Wie ja gerade eben schon angesprochen. Wieder mit demselben Prozedere. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Das ist mir eigentlich egal. So, hier noch Förster. Malarbeit. Machen wir Holzfäller, Jäger. Oh, da greift er an. Wie, der kann jetzt einfach so angreifen? Scheiße. Was ist das denn? Ach, der Turm ist ja doch kaputt. So ein Mist. Ja, das ist ja dann natürlich doof gelaufen, ne? Ja, ich glaube, den schaffen wir nicht. Er produziert ja auch nach. Kacke. Hat also nicht funktioniert. Gut, dann laden wir den Spielstand einfach. Ja, so werden wir das jetzt ein paar Mal machen müssen. Immer ausprobieren, ob was funktioniert oder nicht. Das hat schon mal nicht funktioniert. Oh Gott, dann kommen wir hier in so einen langen Ladescreen oder was? Okay. Kanonen hat er. Dann müssen wir uns jetzt natürlich was einfallen lassen, was wir gegen Kanonen machen können. Uiuiuiuiui. Wir sind ja jetzt schon arg beschränkt mit unseren Ländereien, ne? Okay. Wo waren wir denn jetzt hier? Hausierer, Händler. Ach so, okay. Da waren wir. Das heißt, ich hatte den Ausbau hier noch nicht gemacht. Doch, habe ich gemacht. Ist auch umgestellt. Wohnungsausbauten. Ist auch alle soweit. Das ist jetzt der Nachteil, jetzt muss man erstmal gucken, was hatte man denn jetzt schon alles gemacht und was fehlte noch. Die haben schon keine Steine mehr? Was ist denn hier los? Soll aber nicht ganz so schlecht für uns sein. Denn dann, upsa, können wir ja hier noch ein Forsthaus hinsetzen. Da können wir nochmal eine Fischerhütte dran packen und wir können einen Holzfäller und ein Sägewerk noch hier hinpacken. Die können ja hier auch arbeiten. Das Lagerhaus kann man noch ausbauen. Ah, da sehe ich es doch gerade wieder. Hier ist Kohle.